Ich habe nämlich jetzt einen Creator-Code bei meinsucht.net, den ihr im Shop benutzen könnt. Das Ganze funktioniert so, dass ihr quasi, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Goldrang kaufen wollt, dann gibt es da ein Feld, das heißt Gutschein. Und dort gebt ihr dann einfach Floex ein und ihr kriegt dann sogar 3% Rabatt auf jede Bestellung. Alle waren so ein bisschen schlecht zu sprechen auf mich, als wäre er halt wirklich gestorben oder sowas. Das ist halt echt nicht so cool. Es gibt Developer, die denken halt wirklich, sie sind die Besten. Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute in dem Video geht es, um das Meinsucht-Team, in dem ich ja nicht mehr drin bin. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich das hier oben, wo ich das Meinsucht-Team verlassen habe und auch Gründe dafür genannt habe, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wie gesagt. Aber in diesem Video heute, Leute, geht es, ja, mal um die Themen, wie war es eigentlich und was waren vielleicht auch so negative Seiten. Und wir werden uns heute besonders mal, die Entwicklersicht betrachten, beziehungsweise auch die anderen Teammitglieder, die anderen Entwickler, die ich über die 3 Jahre lang kennenlernen durfte. Und ja, da werde ich heute mal drüber reden und mal meine Erfahrungen berichten. Vielleicht, ja, ich wollte so ein Video einfach nicht machen, als ich noch im Team bin, weil man weiß ja nie so, also wenn ich, jetzt bin ich ja aus dem Team raus, das heißt, ich kann alles sagen und quasi komplett frei sprechen. Ihr wisst quasi, wenn man in einem Team drin ist, dann will man nicht unbedingt jetzt, ja, vielleicht negative Sachen sagen oder so, weil man halt, ja, im schlimmsten Fall auch rausgeworfen werden könnte. Bei Meinsucht war das jetzt nicht der Fall, also ich hätte wahrscheinlich auch was sagen können. Aber ich dachte mir jetzt einfach, ich mache das mal im Nachhinein und guck mal im Nachhinein so, was waren eigentlich negative Sachen und, ja, welche Entwickler waren vielleicht auch nicht so nett. Ich werde versuchen, keine Namen zu nennen, weil das ist ja auch alles persönliche Meinung teilweise. Wobei manchmal war es auch so, dass... Ach egal, wir kommen ja gleich mal dazu, Leute. Wir gehen mal eine Runde Jump Leech, die natürlich gerade nicht gestartet ist. Ah, die ist auch gerade gestoppt. Super, danke. Also wir sehen uns gleich in der Jump Leech-Runde wieder. So Leute, wir sind in der Runde drin und ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Was war denn so meine erste Erfahrung am Anfang von Meinsucht.net, wo es ja noch flotastisch.net war? Übrigens, ich werde euch mal die ganzen Videos, also alle Videos, die ich dazu gemacht habe, ich glaube, die sind sowieso schon in der Playlist drin. Wenn sie noch nicht in der Playlist sind, werde ich auf jeden Fall mal eine Playlist erstellen, weil ich habe ja schon ein Video gemacht, quasi nachdem ich 1 Jahr im Team war, nachdem ich 2 Jahre im Team war, jetzt auch nachdem ich 3 Jahre im Team war und auch dazwischen ein paar Videos übers Team. Das heißt, ihr könnt euch die gerne mal angucken, wenn ihr so ein bisschen den gesamten Überblick haben wollt. Sind eigentlich auch einige interessante Sachen passiert in der Zeit. Von daher, ja, guckt euch das gerne mal an. So, wir jumpen hier aber mal durch und versuchen natürlich heute wieder nicht runter zu fliegen. Was super funktioniert. Okay, ich kann hier wieder zurück. Perfekt. Also, fangen wir an. Wie ich ins Team gekommen bin, bin ich ja quasi erst Junior Developer geworden. Und ich glaube, damals hatte ich einen lieben Admin, nämlich den lieben... Achso, ich wollte ja keine Namen sagen. Also einen lieben Admin. Und ich glaube, 2 andere Devs. Ich denke 2 andere Devs, nämlich ein damaliger Freund von mir, der auch zum Beispiel bei Team Create von Gomme war und durch den ich überhaupt auf damals halt flotastisch.de gekommen bin. Und ja, der hat mir quasi flotastisch.de gezeigt, der war auf jeden Fall ein echt netter Developer-Kollege. Ich habe leider quasi gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich wollte mich eigentlich letztes Jahr mal auf der Gamescom mit ihm treffen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, wie auch immer. Vielleicht funktioniert es ja dieses Jahr. Naja, wir werden mal sehen. Ihr könnt übrigens mal abstimmen, ob ihr dieses Jahr auf der Gamescom seid. Ich werde da auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen, wie das mit der Gamescom dieses Jahr aussieht. Aber schreibt das gerne mal in die Kommentare oder stimmt da oben ab. Zumindestens, ja, waren das quasi der aktuelle Stand damals. So, ich wurde eigentlich sehr freundlich ins Team aufgenommen. Also die Developer damals oder generell, ich möchte das mal so ein bisschen allgemeiner fassen. An sich gab es kein... Ja, okay, es gab vielleicht einen Developer, aber an sich waren alle Developer immer, ja, relativ nett zu mir. Und ja, wo ich ins Team gekommen bin, war das auf jeden Fall auch so. Also mir wurde halt alles erklärt soweit ich das in Erinnerung habe. Und an sich war, ja, habe ich mich auch gut verstanden mit dem Admin. Der hat mir auf jeden Fall schon mal einiges gezeigt, Leute, weil ich war halt damals wirklich, wirklich nicht gut. Das heißt, er hat mir schon mal einiges gezeigt und ich habe schon einiges gelernt. Das Problem war dann relativ schnell, dass dieser Admin, ja, mehr oder weniger krank geworden ist und dementsprechend irgendwie dann nicht mehr richtig da war. Es war sehr komisch, da ist auch noch so eine Hintergrundgeschichte hinter, die,
Ja, Flotastisch und ich, glaube ich, nur beide wissen. Und ja, wir lassen das mal so, dass man soll eigentlich nicht an die Öffentlichkeit dementsprechend, ja. Also er war quasi krank und irgendwie war das alles sehr komisch. Dadurch war dann irgendwie nicht richtig ein Admin da, wie auch immer. Der Release aber hat, wir hatten ja quasi flotastisch.de damals richtig released und das hat eigentlich auch alles gut funktioniert. Von daher bis zum Release und so weiter hat eigentlich alles gut funktioniert. Ich hatte damals, wie gesagt, war ich halt echt wirklich noch gar nicht gut und hatte deswegen den Spielmodi Get Down programmiert als quasi als erste richtige Aufgabe und ja, der hat soweit mehr oder weniger funktioniert. Es war dann so, dass man halt einfach sehr viel, ich sehr viel gelernt habe, sehr viel programmiert hat, aber nicht so viel quasi fertig wurde für den Server. Das heißt quasi bis zum Release hatte ich so also kleine Sachen gemacht und wie gesagt diesen Spielmodi, der dann quasi beim Release noch nicht ganz fertig war, wie auch immer. Dann waren Sommerferien, in denen ich glaube ich 4 oder 5 Wochen nicht da war. In der Zeit ist sehr viel passiert, wie gesagt, da wurde dann ein ganzes Cloud-System geschrieben und solche Sachen. Und von den Entwicklern ist es halt so gewesen, dass wir, wie gesagt, dann der Admin ja durch seine Krankheit oder krankheitsbedingt oder wie auch immer nicht mehr im Team war. Es ist, glaube ich, der Developer, durch den ich ins Team gekommen bin, der ist quasi auch gegangen. Ja, der hat irgendwie nicht so das Interesse an dem Server gehabt, scheinbar. Und ja, das. Ja, ich habe halt nicht mehr so viel von ihm gehört, aber er ist auf jeden Fall positiv in meinen Erinnerungen, um das so auszudrücken. Ja, es ist dann so, dass der liebe Sascha, Mr. Psis, ist dazu gekommen. Den kennen ja vielleicht einige von euch noch. Der war ja der sehr lange der Dev-Admin und hat bei meiner Sucht echt viel gemacht und ist auch eine sehr nette Person. Ich habe leider auch nicht mehr so wirklich viel Kontakt mit ihm. Ich meine, er ist halt auch schon, ja, ist halt schon erwachsen und ich meine, da habe ich jetzt nicht so viel mit ihm zu tun. Wenn er jetzt irgendwie in meinem Alter wäre oder so, dann hätte man vielleicht mal ein bisschen geschrieben. Aber halt jemand, der halt wirklich älter ist, so, ja. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie mit Flotastisch über irgendwelche Themen so, also nicht über jugendliche Sachen rede oder mal ein Game zocke im Moment, weil er jetzt auch nicht so mein Alter hat, vielleicht nicht so meine Interessen und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, verständlich. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr netter Mensch. Er macht auch sehr viel freiwillig und dementsprechend, er war immer sehr nett. Ja, der ist quasi dann als neuer Admin von mir dazugekommen. Dementsprechend, ja, musste ich nur erstmal wieder so richtig... Komm, stirb. Ja, sehr gut. Da musste ich natürlich erstmal so ein bisschen wieder reinkommen, weil ich halt sehr viel verpasst hatte. Das war so ein bisschen der Nachteil von mir. Irgendwie auch zu dem Zeitpunkt hatten irgendwie alle Developer, also alle waren so ein bisschen schlecht zu sprechen auf mich, weil ich halt 5 Wochen weg war und halt irgendwie, es gab so ein paar Fehler in meinem System, was ja üblich ist, aber ich war halt 5 Wochen weg und dementsprechend konnte ich die Fehler nicht beheben und irgendwie, wow, das waren gerade Hits. Hä? Ach, ich hab gewonnen. Ich bin ja genickt. Ich bin der Emerald. Lul. Naja, okay. Wie auch immer. Und ja, mit Sascha habe ich ja dann sehr lange, ich weiß nicht, war zwei Jahre, glaube ich, sogar im Team. Also bis vor kurzem ja quasi noch. Und mit ihm hatte ich eigentlich wirklich nie Probleme. Es gab mal so ein paar, vielleicht, klar, wird es mal ab und zu ein bisschen lauter oder wir hatten mal ein paar Meinungsunterschiede, aber das ist ja komplett menschlich, Leute. Und dementsprechend, da war eigentlich nie ein Problem. Es war dann so, dass, glaube ich, unmittelbar nach dem Release kam der liebe Moritz Nyxcode dazu mit einem Freund von ihm. Da, ich weiß die Namen auch nicht mehr immer alle. Wenn man halt irgendwie so 2 Jahre nichts mehr mit der Person zu tun hat, dann merkt man sich nicht immer den Namen. Vom lieben Moritz habe ich leider auch nichts mehr gehört. Es klingt jetzt ein bisschen traurig, aber vielleicht sieht er ja das Video, aber ich habe ihm auch auf WhatsApp angeschrieben und so weiter vor einiger Zeit mal und man hat wirklich gar kein Lebenszeichen mehr von ihm, als wäre er halt wirklich gestorben oder sowas. Und das ist halt echt nicht so cool. Ich hoffe, dass ihm wirklich, dass es ihm gut geht, dass ihm nichts passiert ist oder sowas. Er ist auch ein netter Mensch gewesen. Er ist übrigens der erste quasi, der erste Mitgründer von UMC Shop. Das ist ja mein Plugin-Shop. Er hat quasi, oder ich hatte damals mit ihm so ein bisschen die Idee, so um was in die Richtung zu machen. Ja, daraus ist irgendwann UMC Shop geworden. Ich wollte auch eigentlich dann mit ihm quasi den Shop machen, aber wie gesagt, ich konnte ihn halt nicht mehr erreichen. Und dementsprechend habe ich ja das dann mit dem lieben Exception Pirat quasi angefangen. Davor kam noch Devtastisch, der war ja... Oh Gott, wann ist denn der ins Team gekommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auch relativ, ja, nicht kurz nach Servereröffnung, aber ich weiß es... Oder war das später? Oh Gott, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr.
Es war zumindest, dazwischen hatten wir noch den lieben Sam. Der kam aus der Schweiz, also war ein Schweizer. Deswegen war eigentlich immer witzig, mit ihm zu unterhalten. Ihr kennt ja quasi Schweizer Dialekt. Das ist immer, ja, man will sich jetzt nicht lustig machen darüber, aber das ist wie, weißt du, das denken sich bestimmt Amerikaner auch, wenn sie uns Englisch hören. Weißt du, das ist halt, ja, es ist halt jetzt relativ witzig, mit dem Schweizer zu reden. Und dementsprechend, mit dem habe ich mich eigentlich auch immer gut verstanden. Das Problem war, dass er nicht so ganz so der aktive Developer war. Er hat nämlich damals TNT-Run gemacht und hat sehr lange dafür gebraucht. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht... Nein. Ich möchte auch gar nicht hier irgendwie da bewerten, was die Leute gemacht haben oder sowas. Ich finde, dazu bin ich nicht... da habe ich kein Recht zu, Leute darauf zu verurteilen, was sie gemacht haben bei Meinsucht. Weil ich finde, auch jemand anderes hat nicht das Recht darauf, mich zu verurteilen zum Beispiel. Von daher darf ich das auch nicht bei anderen. Und ja, aber zumindest, wie gesagt, war er halt nicht ganz so aktiv. Deswegen musste er auch irgendwann das Team verlassen. Und ja, dann irgendwann kamen natürlich auch schon die Leute wie Devtastisch dazu. Das sind jetzt so Developer, mit denen man sich wirklich gut verstanden hat. Jetzt kommen wir mal zu der Sache, wo ich sagen würde, das ist eher so ein... Ja, das waren so... Developer, mit denen man sich oder generell das ganze Team nicht ganz so gut klar kam. Und zwar, Leute, hatten wir dazwischen auch einen Developer, der, naja, es gibt halt, also ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, es gibt Developer, die denken halt wirklich, sie sind die Besten oder die sind halt relativ, ja, gut oder besser als du und sind halt so ein bisschen, ich weiß es nicht, halt einfach, du hast so das Gefühl, die sind einfach ein Alien, so von einer anderen Welt und agieren auch anders. Und bei Meinsucht hatten wir, glaube ich, 1-2 Leute, die auch so ein bisschen so waren. Die waren nie lange im Team, weil meistens funktioniert das nicht so gut mit solchen Leuten. Wie gesagt, ich möchte auch niemanden angreifen oder sowas, aber es ist halt meistens so, die waren dann immer so, ja, halt ein bisschen komisch, also haben nicht so ganz gut gepasst ins Team und waren halt meistens auch einfach, weiß ich nicht, auf einem anderen Level, aber gar nicht so, wisst ihr, gar nicht so extrem krass für Minecraft, sondern meistens einfach haben die Sachen anders gemacht, als man das als Minecraft-Developer quasi macht und haben das so irgendwie, ja, meistens zu kompliziert oder auch anders gemacht. Und das waren halt so Developer, die, ich weiß nicht, die haben meistens, also sie haben schon was dem Server auch immer gebracht, jeder Developer hat dem Server was gebracht, aber es war immer so ein bisschen schwieriger mit denen. Und das ist eigentlich auch so einer der Punkte, wo es halt manchmal auch ein bisschen ungemütlich wurde, weil die halt dann, ja, ich kann mich an einen erinnern, der mich auch so ein bisschen jetzt nicht beleidigt, also nicht wirklich jetzt, oh Gott, ich bin hier nur im Sterben, nicht wirklich so, komm jetzt, geh doch, hör doch ab, Alter, du hast mich eben schon getötet, du Arschi. Also ein Developer damals hatte mich wirklich auch so ein bisschen beleidigt, also ich habe das halt nicht als Beleidigung angesehen, weil, ja, man weiß ja auch nie, was dahinter steckt, ob die jetzt eine Krankheit haben. Es gibt ja auch ADHS und sowas, wie gesagt. Dementsprechend, er hat das jetzt auch... Das war jetzt keine Beleidigung, wo er jetzt so richtig krass mich beleidigt hat, sondern es waren eher, ja, so Aussagen, die halt wirklich ein bisschen verletzend waren, so wie, du hast nichts für Meinsucht gemacht oder sowas, wo ich halt schon 2 Jahre im Team war oder sowas. Das sind halt so Sachen, wo man sich denkt, hätte es jetzt vielleicht nicht sagen müssen. Ja, das verletzt vielleicht ein bisschen, aber ich bin... Generell war es jetzt nie so, dass ich wirklich mit dem ganzen Team oder einigen Developern überhaupt nicht klargekommen bin. Komm jetzt her hier. Ja, Leute, ich weiß ja nicht, wie ihr so die Erfahrung gemacht habt mit Developern oder sonstigen. Ich bin gerade noch in der Runde dem lieben Rocco nachgejoint. Oh Gott, den wird natürlich jetzt direkt ausgelöscht, weil ich so dumm bin und mich nicht hochbaue. Um es mal kurz quasi ein Fazit zu schließen von jetzt denen, vielleicht noch eine Sache dazu. Jetzt am Ende von Meinsucht.net war es natürlich so, dass ich jetzt nicht so der, also im Team die Stimmung jetzt nicht mehr so ganz gut war zwischen mir und den Developern meistens, weil ich ja, wie gesagt, das habe ich auch im Video gesagt, nicht so viel gemacht habe, die Zeit, weniger Zeit für Meinsucht hatte und so weiter. Dementsprechend waren natürlich die meisten Developer jetzt auch nicht mehr so gut auf mich einzustellen, also eingestellt. Ich glaube, es war immer noch alles okay. Aber gerade am Ende war es halt jetzt nicht mehr so die gute Atmosphäre, wie es eigentlich sonst immer war. Dementsprechend, das war aber verständlich. Das lag ja an mir und nicht an den anderen Developern. Aber sonst, um Fazit zu kommen und nochmal einen sehr positiven Punkt an dem Ganzen zu nennen, ist so, es war eine krasse Zeit und alle Developer eigentlich haben mir was quasi beigebracht und haben mich weiterentwickelt und sind ein, ja, schon ein Teil meines Lebens geworden, wie quasi jeder Mensch, aber viele von denen haben halt quasi
das aus mir gemacht, was ich heute bin, mir Sachen beigebracht. Und deswegen auf jeden Fall an eigentlich jeden Developer, der auch jemals im Mindsucht-Team war, egal ob er mir jetzt was Menschliches beigebracht hat, zum Beispiel, dass er ein Piep ist, oder ob er wirklich sehr gut war und mir was beibringen konnte und ich das vielleicht heute jeden Tag beim Programmieren anwende oder sowas. Es gab nie einen Developer, wo ich wirklich richtig Beef mit dem hatte und wo es halt wirklich richtig ungemütlich wurde. Meistens war es halt auch so, dass wir wirklich auch immer geguckt haben, dass halt alle Developer gut sich untereinander verstehen und so weiter. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht irgendwas Wichtiges vergessen, aber ich denke, wenn ich das dieses, also es kann ja mal sein, dass es irgendeinen krassen Streit zwischen mir und dem Developer gab in der Vergangenheit, aber scheinbar war der dann nicht so krass, dass ich mir das gemerkt habe. Also war er dann ja wahrscheinlich nicht so. Na egal, Leute. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen gewinnen. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Ja, benutzt auf jeden Fall meinen Creator-Code, wenn ihr Bock habt. Und ja, haut rein, Leute. Ciao, ciao. I'm